Hallo und herzlich willkommen, hier sind wir wieder, Lead Gaming mit einer weiteren Runde Herrschaftsplatoon. Dies sind im Moment die Ranglistenkämpfe, um euch da ein bisschen zu definieren, ob ihr der Spreu zwischen dem Weizen seid oder ob ihr dann wirklich das teure Weizenkorn seid. Nun, Black Rose ist hier wieder am Rocken, jetzt mit blauer Tinte. Wie ihr vielleicht schon beim letzten Video bemerkt habt, wir sind hier mit der Airbrush-Knarre unterwegs. Ich habe im Internet mich ein bisschen schlau gemacht und da interessieren sich eigentlich schon sehr viele Leute dafür. Wie sieht's aus? Wie kriege ich diese Airbrush-Knarre? Ich will auch eine hohe Kadenz, um rumzuballern. Ganz einfach, Leute. Spielt den Story-Mode. Im Story-Mode könnt ihr sogenannte Pläne finden und diese Pläne könnt ihr dann bei eurem Waffenbauer abgeben, damit er diese Waffen dann wieder rekonstruieren kann. Ihr müsst dann aber immer noch blechen dafür. Also so ein schönes Airbrush-Teil kostet euch schnell mal 9500 Flocken. Aber das geben wir sehr gerne aus für die Waffe, denn sie rockt. Black Rose wurde hier gerade platt gemacht. Ihr seht es, der Detektor kann schon manchmal sehr, sehr hilfreich sein. Er hatte keine Ahnung, von wo das die Action kommt, nur weil der Gegner ganz genau wusste, wo das er steht. Kurze Platzierung und dann ist es dann schon um ihn geschehen. Hier gleich das zweite Mal wurde er hingerafft durch ein Special des Gegners. Ihr seht, es ist sehr, sehr hart umkämpft. Im Gegensatz zu der letzten Runde, die wir euch gezeigt haben, sind die Gegner hier ein wenig ausgeglichener. Ihr seht, die ganze Zeit wird die Fläche gewechselt, immer wieder wird die Zeit unterbrochen. Es ist ein harter Kampf. Und somit geht die Runde dann auch ein wenig länger, was euch aber nicht wirklich immer zugute kommt, denn man muss schon sagen, das Konzentrationslevel bei diesem Tempo ist sehr, sehr hoch. Also ist nicht wirklich mit großen Ablenkungen nebenbei, sonst werdet ihr in Farbe untergehen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ihr müsst euch da wirklich momentan auf den Ranglistenkämpfen sehr konzentrieren. Und verdammt, ihr müsst echt Gas geben, um euch da zu beweisen. Ihr habt hier gerade wieder gesehen, Black Rose hat eigentlich tolle Treffer erzielt auf den Roller, aber weil die Map so eng ist, die Plätze und die Ecken so eng, er hatte keine Chance, noch wegzukommen, um dem Roller noch zu entweichen. Hier schon wieder ein Special gefressen, wieder getötet worden. Es ist wirklich hart, meine Lieben. Und im Moment sieht es gerade schlecht aus für ihr Team, weil im Moment sind sie zwar noch 2 Punkte in Führung, aber ich glaube, das ist jetzt gleich vorbei. Nee, sie konnten den Timer nochmal anhalten, sehr gut. Jetzt aber weiterhin Druck machen. Wie ihr hier seht, diese Sprühverteiler sind im Herrschaftsmodus ganz schön toll. Es ist wirklich toll, wenn da das Teil ein bisschen stehen bleibt und sich da verteilen kann. Schmeißt der Gegner was rein, müsst ihr wirklich sehr schnell agieren, um die Dinger auszuschalten, weil sie machen tonnenweise Farbe hin und denen geht die Farbe auch nicht aus. Also ihr müsst die Dinger wirklich zerstören, um da die Farbe aufzuhalten des Gegners. Es ist nicht so, dass irgendwie nach 10 Sekunden da das Ganze aussprinkelt. Nee, das hat immer Tinte. Keine Ahnung, von wo das sie kommt, aber es besitzt immer Tinte. Der ultimative Tintenfisch in Mecha-Form, irgendwie so. Blau gegen Gelb. Sieht hier wirklich immer noch sehr eng aus. Im Moment liegen sie hinterher. Die Zeit geht langsam auch zur Neige. Somit müssen sie da gucken, dass sie da langsam mal wirklich Druck machen. Bezüglich der Bewaffnung. Ich denke, ihr solltet euch für den Herrschaftsmodus Waffen aussuchen, die entweder verflucht viel Farbe hinmachen oder sehr viel Schaden austeilen. Wenn ihr euch dafür entscheidet, abzudecken, beziehungsweise hier eher eure Gegner wegzuklatschen, empfehle ich euch eine Waffe, die ordentlich Schaden macht. Also da reden wir entweder vom Klecks-Konzentrator oder vom Profi-Kleckser zum Beispiel. Wenn ihr euch aber entscheidet, hier im Feld wirklich was loszurocken, dann müsst ihr was haben, was Farbe hinmacht. Und da ist es unserer Meinung nach so, die tollsten Waffen sind dafür einerseits die Airbrush-Knarre, die wir hier selbst benutzen, und andererseits
den Mini-Klexer, den ich sehr gerne verwende bezüglich Schild, weil ihr da ja auch das Schild auf eure Kumpels übertragen könnt. Ihr seht hier, die Zeit zählt schon runter. Es ist verdammt knapp, aber sie haben es geschafft, in den letzten 10 Sekunden eine Herrschaft zu erreichen. Und das heißt, ihr müsst das Feld jetzt halten. Wenn ihr das Feld jetzt nämlich hält, dann werden hier schön die Punkte weiterhin runtergezählt. Passiert da noch ein Unterbruch, ist die Runde vorbei. Also, wenn ihr es schafft, eine Verlängerung rauszuholen und ihr seid da wirklich hinten rein, da müsst ihr gucken, dass ihr ab diesem Zeitpunkt vorne bleibt. Und wie ihr seht, gelingt ihnen das auf die letzte Sekunde. Haben sie dieses Spiel noch für sich entschieden. Und das macht hier ziemlich viel Wett. Sie haben sich hier sehr gut geschlagen, sie haben sehr gut gekämpft, Black Rose und sein Team. Und Dead Mirror und Black Rose würden sich auch sehr freuen, euch mal auf dem Schlachtfeld anzutreffen. Sie werden hier ganz sicher noch weiter splatten. Somit, das war League Gaming, bis zum nächsten Mal.